Wenn du ein Auto im Betriebsvermögen hast, als Selbstständiger, dann ist dieses Auto ein Firmenwagen. Das heißt, dieses Auto gehört deinem Unternehmen. Und wenn du dieses Unternehmensauto dann auch privat nutzt, dann musst du darauf eine Steuer zahlen. Und diese Steuer kannst du ermitteln durch die 1%-Methode oder die Fahrtenbuchmethode. Meistens ist die Fahrtenbuchmethode günstiger, sie ist aber leider mit viel Arbeit verbunden. Allerdings gibt es in den letzten Jahren ein paar elektronische Anbieter, die dir diese Arbeit erleichtern. Und drei dieser Anbieter möchte ich dir in diesem Video vorstellen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und Fahrtenbuch führen ist ein ziemlich ätzender Job. Mich persönlich erinnert das immer so ein bisschen an Vokabelheft führen in der Schule. Das ist so ein Ding, das mag man nicht gerne machen und vergisst es zwischendrin immer mal wieder und dann sitzt man irgendwann Wochen später da und versucht das Ganze irgendwie noch wieder glatt zu biegen und aufzuholen. Das ist zugegebenermaßen nicht besonders spaßig und in den letzten Jahren gibt es immer mehr Anbieter, die mir diese Arbeit abnehmen. Das heißt, es gibt Apps und Tools und Lösungen, die automatisch dieses Fahrtenbuch führen. Und das finde ich persönlich als fauler Mensch sehr, sehr attraktiv. Allerdings gibt es da so ein paar Dinge, die man beachten muss, damit das Fahrtenbuch anschließend auch vom Finanzamt anerkannt wird. Das ist nämlich leider nicht naturgegeben und viele Apps werden so vom Finanzamt nicht anerkannt. Und deswegen schauen wir uns in diesem Video mal drei Anbieter im Detail an. Es gibt in Bezug zum Fahrtenbuch eine ganze Reihe an Vorschriften, die du einhalten musst. Das heißt, das Finanzamt erwartet da eine ganze Menge. Ich habe dazu auch schon mal ein allgemeines Video aufgenommen, wo ich genau darauf eingegangen bin. Dieses Video verlinke ich dir mal oben rechts. Deswegen schau da gerne mal vorbei, wenn das ganze Thema Fahrtenbuch für dich noch neu ist. Aber gerade in Verbindung mit dem elektronischen Fahrtenbuch gibt es noch ein paar Dinge, wo ich mal sagen würde, wo viele elektronische Lösungen sich leider disqualifizieren und deswegen unbrauchbar werden. Und der wichtigste Punkt ist tatsächlich die manipulationssichere Bedienung. Du musst bei einem Fahrtenbuch eventuelle Änderungen im Nachhinein immer noch nachvollziehen können. Und das ist auch ein Grund, warum beispielsweise eine einfache Excel-Liste nicht ausreicht. Du darfst dein Fahrtenbuch nicht in Excel führen, weil in Excel kannst du auch anschließend noch Fahrten verändern und Dinge löschen und das ist anschließend nicht mehr nachvollziehbar, dass da mal vorher was anderes drin stand. Das ist übrigens auch der Grund, warum du in einem Papierfahrtenbuch die Fahrten nicht so durchstreichen darfst, dass man das anschließend nicht mehr lesen darf oder Tippex verwenden oder sowas. Das ist auch in einem Papierfahrtenbuch nicht erlaubt und das elektronische Fahrtenbuch muss natürlich auch diese Veränderungshistorie irgendwie aufzeichnen und zur Verfügung stellen. Das können leider schon viele Tools nicht mehr. Außerdem, was ebenfalls sehr wichtig ist, ist die Kategorisierung der Fahrten. Also es müssen alle Fahrten aufgezeichnet werden und du musst in der Lage sein, diese Fahrten zu kategorisieren. Entweder waren es Privatfahrten, betriebliche Fahrten oder aber Fahrten zwischen deinem Zuhause und deiner ersten Betriebsstätte. Außerdem, was in der Praxis relativ wichtig ist, sind die gemischten Fahrten. Es kann ja durchaus sein, dass du deinen kleinen Sohn auf dem Weg zur Arbeit noch eben in der Kita vorbeibringst. Dann ist das eine gemischte Fahrt und auch das musst du irgendwie dokumentieren können. Und wenn du denn so eine App benutzt, fehlt natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Du musst die Daten irgendwie aus dieser App, aus dieser Software herausbekommen. Wenn da keine Exportfunktion da ist oder du nicht mehr in der Lage bist, ein PDF anschließend daraus zu generieren, dann hilft dir leider auch das beste Fahrtenbuch nicht weiter, weil du halt niemanden anderen Einblick in diese Daten geben kannst und dann wirst du auch mit dem Finanzamt Ärger bekommen. Außerdem gibt es noch ein paar Kriterien, die dem Finanzamt vielleicht nicht zwingend wichtig sind, ich dir aber ans Herz legen kann. Ich habe mir alle möglichen Software-Tools angeschaut und da gibt es ein paar Dinge, auf die du auf jeden Fall achten solltest und die ich dir dringend ans Herz legen kann. Der erste Punkt ist die leichte Installation. Es gibt so fest eingebaute Fahrtenbuchsysteme, die wirklich in das Auto fest reingebaut werden. Und das ist meistens auch mit Kosten verursacht. Und wenn da irgendwas ausgetauscht werden muss, dann musst du jedes Mal zur Autowerkstatt. Das ist ehrlicherweise für so einen einfachen Selbstständigen vollkommen übertrieben. Das kannst du machen, wenn du einen Fuhrpark hast mit 100 Firmenwagen, dann kannst du über sowas gerne nachdenken. Aber du als Selbstständiger, da ist das ein bisschen too much. Außerdem würde ich dir empfehlen, dass du ein Fahrtenbuch wählst, was automatisch losläuft, sobald du dich in Bewegung setzt. Das heißt, sobald das Auto irgendwie gestartet wird und fährt, dass da was aufgezeichnet wird. Weil ehrlicherweise läufst du sonst Gefahr, dass du diese Fahrten vergisst. Und wenn das automatisch startet anhand von GPS, wo du jeweils längs fährst, dann hilft dir das auf jeden Fall bei der Dokumentation. Außerdem solltest du auf die Bedienungsfreundlichkeit achten. Wie genau ist dieses GPS-Signal? Oder gibt es da immer Abweichungen und so weiter? Da kannst du in der Regel auch aufgrund von Erfahrungsberichten und so dir einen guten Überblick verschaffen, wie genau arbeitet eigentlich dieses GPS-Modul. Und um dir Arbeit zu sparen, solltest du zusehen, dass du bestimmte Dinge speichern kannst. Das heißt Geschäftskontakte, bestimmte Fahrtanlässe oder Routen. Wenn du bestimmte Dinge einfach einspeichern kannst in diesem Fahrtenbuchsystem und dann nur noch auswählen musst, spart dir das erheblich viel Zeit und du musst es nicht jedes Mal von vorne eintragen.
wenn deine Selbstständigkeit so ist wie bei den allermeisten auch, dann hast du immer die gleichen festen Geschäftspartner, die du mal besuchst oder die gleichen Routen oder Anlässe. Und das spart natürlich erheblich, wenn du das einmal einträgst und später einfach nur nochmal neu benutzen kannst. Das haben nicht alle Anbieter, kann ich dir aber dringend empfehlen. Die erste Softwarelösung, die ich dir vorstellen möchte, ist das Lexware Fahrtenbuch. Wie der Name schon sagt, kommt Lexware Fahrtenbuch von Lexware. Lexware ist ein größeres Unternehmen, das unterschiedliche Angebote im Bereich Buchhaltung und Steuern hat, wie zum Beispiel auch LexOffice. Das heißt, die haben definitiv Expertise in diesem Bereich und werden deswegen auch von unterschiedlichen Steuerberatern und Steuerberaterverbänden empfohlen. Das Schöne an der Lösung ist, dass Lexware Fahrtenbuch mit so einem kleinen Stecker funktioniert. Und diesen Stecker kannst du verbinden mit deinem Auto, und zwar mit dem OBD-System. OBD-System ist das Onboard-Diagnostics-System, das heißt, das ist das, was alle neueren Autos auch haben. Das heißt, du kannst diesen kleinen Stecker mit dem Auto verbinden und dann läuft das Fahrtenbuch automatisch los, sobald du dein Auto bewegst. Und da dieser kleine Stecker eine SIM-Karte hat, werden diese Daten direkt übertragen. Und dann werden die Fahrten automatisch angelegt und du kannst sie mit einer Smartphone-App oder über eine Browser-Version kategorisieren und bestimmten Geschäftspartnern zuweisen und so weiter. Außerdem kannst du deine Geschäftspartner und bestimmte Reiseanlässe auch speichern, was denn dazu führt, dass du das Fahrtenbuch wirklich bequem parallel pflegen kannst und auch keine Fahrten vergisst, weil es ja automatisch fortgeführt wird. Was ich außerdem ganz spannend finde an Lexware Fahrtenbuch ist die 10-jährige Aufbewahrungsfrist. Du hast als Selbstständiger für deine Buchhaltungsdaten ja eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren und diese 10 Jahre gelten auch für dein Fahrtenbuch. Und Lexware Fahrtenbuch speichert all deine Informationen genau für diese 10 Jahre, selbst dann, wenn du nicht mehr Kunde bist. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis und du bezahlst für Lexware Fahrtenbuch 19,90 € plus Umsatzsteuer pro Monat. Meine zweite Empfehlung ist Wimka. Auch Wimka funktioniert mit einem Stecker, den du mit dem Auto verbindest und auch da startet die Aufzeichnung der Fahrten, sobald du das Auto bewegst. Auch bei Wimka hast du eine Browser-Version und hast du eine Möglichkeit, das Ganze mit dem Smartphone zu bedienen. Auch da hat der Stecker eine SIM-Karte, dass das alles automatisch übertragen wird. Das heißt, du kannst das Auto auch fahren, ohne dein Smartphone dabei zu haben und die Fahrt wird trotzdem erfasst. Sogar der Preis ist der gleiche. Auch Wimka kostet 19,90 € pro Monat und du kannst es für 100 Tage auch erstmal kostenlos testen. Stellt sich natürlich die Frage, wann soll ich mich für Wimka entscheiden und wann für Lexware Fahrtenbuch? Und Lexware Fahrtenbuch ist eher eine reine Fahrtenbuchlösung und Wimka geht mehr in die Richtung von einem Fuhrparkmanagement. Selbst wenn du jetzt selbstständig bist und nur einen Firmenwagen hast, du aber schon weißt, dass du später wächst und auch mehrere Autos brauchst in deinem Betriebsvermögen, dann würde ich eher mit Wimka gehen. Und sonst kann ich dir auch einfach empfehlen, dass du dir beide Apps einfach mal anschaust. Die kannst du beide kostenlos testen und dich dann einfach für die App entscheidest, die dir persönlich besser gefällt und mit der du besser arbeiten kannst. Die dritte Empfehlung, die ich dir geben kann, ist das Kfz-Fahrtenbuch. Auch beim Kfz-Fahrtenbuch kannst du quasi das All-Inclusive-Paket haben mit Stecker, mit Browser-Version-App und Smartphone-App und so weiter. Das kostet in diesem Fall dann 15,99 €, ist also ein wenig günstiger. Das Kfz-Fahrtenbuch fängt aber auch noch ganz woanders an und war auch historisch erst was anderes, und zwar eine reine Fahrtenbuch-App. Die kannst du tatsächlich auch kostenlos herunterladen und für dich benutzen. Und du brauchst ja nicht immer dann, wenn du ein Fahrtenbuch brauchst, auch alle Rechtsanforderungen. Wenn du zum Beispiel eine Geschäftsreise machst mit deinem Auto und einfach deinem Kunden deine Kilometer in Rechnung stellen möchtest, dann brauchst du ja auch eine Dokumentation. Und dann kannst du das Kfz-Fahrtenbuch tatsächlich auch kostenlos nutzen und findest du im Play Store und im App Store. Wenn du allerdings die Auswertungen und Dokumentation für das Finanzamt brauchst, als Fahrtenbuch für deine private Nutzung deines Firmenfahrzeugs, reicht die kostenlose Version nicht aus. Dann musst du mindestens das mittlere Paket nehmen, was aber auch schon losgeht bei 4,19 €. Insgesamt kann man sagen, dass das Kfz-Fahrtenbuch ein bisschen einen anderen Ansatz hat, aber gerade wenn du als Selbstständiger ein bisschen auf die Kosten achtest, eine durchaus günstige Alternative ist. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen und vielleicht ist ja auch ein elektronisches Fahrtenbuch für dich dabei gewesen. Wenn du dazu noch Fragen hast oder vielleicht einen anderen Anbieter im Kopf hast und dazu eine Frage hast, dann schreib uns doch gerne mal einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du dir jetzt denkst, ich will nicht nur ein Fahrtenbuch, was elektronisch funktioniert, sondern auch einen Steuerberater, der mich auch elektronisch betreut, kann ich dir nur recht geben, elektronische, digital arbeitende Steuerberater sind die besten. Wir zum Beispiel. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und wie wir dir weiterhelfen können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Schau aber auch gerne alle unsere anderen Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.